You only live once. Mir soll's gut gehen, was sonst? Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Und das heißt Kampf zwischen Ami und Shirkan. Shirkan und Ami, Ami und Shirkan. Das sind zwei Teile von mir, die ich spüren kann. Zwei innere Stimmen, zwei ständige Begleiter. Shirkan ist böse und Ami bringt mich weiter. Ich kenn sie lange, schon mein ganzes Leben. Mir hat's geholfen, ihnen Namen zu geben. Von Disney Dschungelbuch, Ami ist die Wölfin. Nimmt Mowgli bei sich auf wie eines ihrer Welpen. Sie ist liebevoll und stark und sie sorgt für ihn. Doch Shirkan, der Tiger, will an Mowgli einen Mord begehen. Weil er ihn hasst, will ihn verletzen und zerreißen. Er legt ihm Fallen auf verführerische Weise. Mal laut, mal leise, hör ich Shirkan innerlich. Er sagt, nimm dir eine Rasierklinge und schneide dich. Reiß dir die Arme auf, lass das Blut nur spritzen. Du schaffst es tiefer und noch tiefer dich zu ritzen. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht, ich nehm Abschied von meiner Magersucht, ich nehm Abschied von meiner Magersucht und das heißt Kampf zwischen Ami und Shirkan. Abschied von meiner Magersucht, ich nehm Abschied von meiner Magersucht, ich nehm Abschied von meiner Magersucht, denn ich hab Träume und brauch Kraft, damit ich sie realisieren kann. Du bist nichts wert, Fauli, hör ich Shirkan sagen. Hör auf zu essen, bis der Hunger schmerzt im Magen. Nimm weiter ab und die Schwäche streckt dich nieder. Dann liegst du da, bist leichte Beute für nen Tiger. Und heute bleibt er Sieger, er brüllt so laut, ich hör auf ihn. Der sucht nach unten, ich kann mich ihm nicht mehr entziehen. Ich will nur dünner werden, seh darin ne Lösung. Bis ich schließlich ganz weg bin, so wie langsame Verwesung. Das ist der passive Tod, ich muss nix dafür tun. Hab keine Kraft und will nur an dieser Tür ruhen. Ganz nah am Notausgang, die Tür aus diesem Leben. Auf der Schwelle sein zum Tod kann mir Sicherheit geben. Halt und Kontrolle, das sagt mir zumindest Shirkan. Er lügt mich an, doch ich lasse ihn an mir ran. Er sagt, nimm ab, werd einfach weniger, das ist der Schluss. Dann gibt's auch weniger, worüber ich mich sorgen muss. Leicht wie ein Morgenkuss, verlockend, doch gelogen. Schluss, ich renne weg, wo ist die Wölfin? Wo? Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Und das heißt Kampf zwischen Ami und Shirkan. Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht, denn ich hab Träume und brauch Kraft, damit ich sie realisieren kann. Und ich stell mir bildlich vor, dass diese Stimme von Shirkan kommt. Und Ami, die Wolfsmutter, ruft, hör nicht drauf als Warnung. Meine Freunde und BetreuerInnen stimmen ihr dazu. Und Shirkan ist überstimmt, hoffentlich gibt er irre Ruhe. Ich muss Lust bekommen auf all das, wofür es sich zu leben lohnt. Auf Demos gehen und kämpfen, politisch was bewegen, so. Das gibt mir Sinn und auch für FreundInnen da sein. Da brauch ich Kraft und ich zieh mir die Pizza rein. Was geiles Essen ohne Nachdenken und Sorgen. Mir Pommes, Burger, Popcorn oder Nachtisch zu besorgen. Und das genießen einfach, weil ich darauf Lust hab. YOLO, Schritt für Schritt wär ein guter Schlusssatz. You only live once und ich nutz meine Chance. You only live once, mir soll's gut gehen, was sonst. You only live once. Was soll ich? Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Und das heißt Kampf zwischen Ami und Shirkan. Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Ich nehm Abschied von meiner Magersucht. Weil ich hab Ziele und ich kämpf, damit ich sie realisieren kann.